Yeah, Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Zero. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und Billy betrachtet wieder seine Handschellen. Moment, ich muss jetzt ganz kurz was umstecken. So, Leute, sorry, ich habe jetzt die Kopfhörer wieder angesteckt. Ja, ich hatte momentan auf Lautsprecher umgeschaltet, egal. Und so. Ja, was haben wir alles mit? Wir haben jetzt den Zeiger mit. Moment mal eben, ich muss ganz kurz die Kopfhörer anders. Ah, alles klar, jetzt geht's wieder. Ja, die Kopfhörer muss man immer extra einschalten. Habe ich jetzt komplett übersehen gehabt, sorry dafür. So, bevor wir jetzt allerdings zu der Uhr zurückgehen, werde ich jetzt mal die eine Tür öffnen. Die war, glaube ich, hier hinten, weil da brauchte man das Feuer. Aber ich zeige euch das Rätsel gerne nochmal. Und falls hier irgendein Zombie auftaucht, dann trete ich ihm so in den Arsch, dass er bis zum Friedhof verlegt. So, hier müsst ihr das durchlesen mit dem alten Mann. Der alte Mann hält eine Kerze in der Hand. Dieses Licht führt sie zur wahren Wahrheit. Voll logisch, voll grammatikalisch logisch, aber egal. Und hier, die Kerze ist abgebrannt. Das heißt, wir müssen hier einfach mal anzünden. So. Das heißt, die Tür. Hat sich jetzt geöffnet, oder? Ja. Schauen wir uns das mal hinter dieser Tür um. Und dann werden wir gleich mal die andere Sache machen mit der Uhr. Ah! Okay, die haben gerade gefressen. So wie die first. Das sind offensichtlich Professoren. So wie die mit ihren Anzügen herumrennen. Stirbt einfach, du blöder Arschfreak. So. Ja, wie gesagt, an meine Verbalität müsst ihr euch gewöhnen. Das ist bei mir Standard. Okay, Rebecca schießt offenbar ein bisschen weniger als Billy. Macht mir allerdings nichts. Ist eh genauso geplant. Granatmunition sehe ich da oben. Ah! Wer hat mehr Plätze? Ich glaube Billy, oder? Dann würde ich sagen, jetzt gebe ich mal Rebecca schnell den Zeiger. So. Und werde mal mit Billy schnell da hoch switchen. Ah! Ja, langsam aber sicher, sage ich ehrlich, wie es ist, kommen die ganzen Rätsel irgendwie wieder in meinen Kopf zurück. Was ist denn das? Da ist doch was. Ein Buch oder was? Ja, tatsächlich, das Buch des Guten. Hä? Werden wir gleich mal untersuchen, das Teil. Buch des Guten. Untersuchen. Aufmachen. Buch öffnen. Ja, klar. Ah, da ist was drinnen. Zwei Flügel. WTF. Da ist was drinnen. Mitgenommen. Ja. Ein weißer Stein in Form eines Engelsflügel. Ah. Alles klar, ich kapier's. Wir müssen das jetzt quasi verbinden. Eine weiße Statue mit den Flügeln ergibt Statue des Guten. Ich habe es ja noch irgendwie geahnt. Ich wusste zwar nicht mehr hundertprozentig, aber irgendwie hatte ich es noch in Erinnerung, dass da sowas in der Art war. Und jetzt gehen wir dahin, wo die Uhr war. Da müssen wir eigentlich quasi. Ich glaube, wir müssen nur dahin, wo Rebecca die Tür geöffnet hat und wir den Kellerassel besiegt haben. Genau da müssen wir zurück. Da könnte ich jetzt zwar eigentlich auch einzeln gehen, weil ich glaube, ich nicht einmal Gegner auftauchen. Aber ich gehe da kein Risiko ein, ihr wisst es ja, weil Rebecca hält ja nicht so viel aus wie Billy. Obwohl sie hat eh genug Money. Ich überlege gerade. Nö, wir haben Zeit. Wir gehen zu zweit. Ein Liebespaar sollte ja mal nicht trennen. Zwinker, zwinker. So, obwohl ich der Letzte bin, der auf sowas steht. Ja, ich weiß, ich erzähle eigentlich wenig über mich selber momentan. Das liegt daran, weil ich momentan ein bisschen mich mehr auf das Spiel konzentriere. Bei anderen Projekten wird das ein bisschen anders sein, aber ihr könnt mich auch gerne per Kommentar fragen, was das und das angeht und was ich für Interessen habe. Wie gesagt, auf meinem Kanal werdet ihr großteils Horrorspiele sehen, ab und zu mal ein Action-Game, aber was ihr wahrscheinlich nie sehen werdet oder ganz selten, ist sowas wie ja, RPGs oder sowas. Sowas wird ganz selten kommen, weil sowas juckt mich ehrlich gesagt nicht so wirklich. So, oder zumindest nicht fürs Let's Playen. Hier müssen wir, glaube ich, die weiße Statue abstellen. Oder auch nicht.
auf der anderen Seite eventuell. Weil das ist nämlich, glaube ich, die Statue des... Irgendwas auf dem Sockel steht, wenn Gut und Böse im Gleichgewicht sind, öffnet sich vor ihr ein Weg. Genau. Das heißt, wir werden jetzt hier versuchen, die weiße Statue mal abzulegen. Jawohl. Aber jetzt ist es aus dem Gleichgewicht. Das heißt, es ist noch nicht ganz passend. Wir müssen damit quasi eine Tür öffnen. Und ich glaube, ich weiß auch wieder welche. Ja, ich weiß es sogar noch welche. Aber ich sage jetzt nichts dazu. Wir gehen jetzt mal hier durch. Jetzt müssen wir, glaube ich, den blauen Schlüssel irgendwo mal finden, weil dann will ich durch die Wassertür kommen. Mhm. Ja, nach diesem Fall werde ich wahrscheinlich speichern, wieder mal ein bisschen pausieren. Ihr wisst ja, durchgehend aufnehmen ist auch nicht so mein Fall. Beziehungsweise, das ist kacke. So, ich glaube, dass hier Gegner auftauchen. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Nein, habe ich mich getäuscht. Nach einer gewissen Event-Tauchung nehme ich hier, glaube ich, Larven auf. Also diese komischen Kellerasseln. Rebecca? Kamen die mir jetzt nicht nach, oder was? Bin ich zu schnell für sie? Ja gut, Frauen sind ja generell ein bisschen langsamer, weil sie kürzere Füße haben. Normalerweise. Ja, scheiß Raben. Fickt euch. Nein, das wollte ich nicht. Obwohl. Ja, wisst ihr was, ich werde jetzt ganz schnell mal die Kräuter hier einsammeln. Wir brauchen sie zwar nicht unbedingt... Ja, kaum schon. Nee, die werde ich offscreen mal einsammeln. Ah, die kann man erschießen, das wusste ich gar nicht. Cool, Billy. Die werde ich offscreen mal einsammeln, weil... Ja, das mit den Kräutern kennt ihr ja. Wir brauchen sie auf jeden Fall später noch. Ich werde die alle auf einen Haufen zusammenlegen, dass wir sie jederzeit holen können, wisst ihr? Okay, meine Stoppuhr, also mein Handy zeigt gerade an, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Ist mir jetzt allerdings relativ wurscht. Okay, wir haben den Zeiger eh, das heißt, das ist gut. So, und ihr könnt euch vielleicht noch an die eine Notiz erinnern, da stand irgendwas von 8:15, das heißt, wir müssen die Uhr auf 8:15 einstellen. Eines der einfacheren Rätsel, aber egal, wir machen's. Müssen wir ja sogar. So. Und, jawohl, Zeiger bewegen, ja klar, Minutenzeiger, links. Okay, Stundenzeiger, nach rechts. Nein, Blödsinn. Nein, das war ja Schwachsinn. Nach links. Nach links. Nach links. Jawohl. Die römischen Zahlen hasse ich, ehrlich gesagt. Sie sehen zwar cool aus, aber ich muss ehrlich sagen, ich mag die nicht so. Das wäre dann 8 Uhr. Also kurz vor 8 ist es jetzt. Der Minutenzeiger jetzt nach rechts. Es ist 8 Uhr. Nochmal. Jetzt ist es 8:05 Uhr. 8:10 Uhr. Und finish. Alles klar, jetzt auf OK. Bäm. Okay, Leute, habt ihr euch jetzt den, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, die Türen gemerkt, die jetzt geöffnet worden sind? Es waren insgesamt zwei Türen. Und das ist schon mal eine geile Scheiße. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall irgendeine der beiden Türen zuerst mal inspizieren. Ja, aber welche weiß ich jetzt auch nicht. Diejenige, die am nächsten liegt, sage ich jetzt einfach mal. Ah! Achso, ist eh bloß eine Krähe oder eine Rabe. Ein Max-Rabe. Übrigens machen die Raben nicht so viel Schaden. Ich sage jetzt mal, sie müssen schon mindestens 5-6 Mal zustechen oder zuschnabeln, wie man so schön sagt, damit sie jemanden Schaden zufügen. Aber es ist dennoch Schaden. Tauchen die jetzt auf die Kellerasseln? Ich glaube nicht. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Ist ja auch scheißegal, darum geht es ja auch gar nicht. Ich lasse ab und zu übrigens absichtlich meinen österreichischen Akzent ein bisschen heraus, weil das ist ab und zu ganz gemütlich. Zum Beispiel sowas wie Schau nicht so blöd. Oder Servus Leidl, wie geht's euch denn? Sowas zum Beispiel ist österreichisch, sowas kommt eigentlich ganz gut an, finde ich. Aber es tut mir persönlich ganz gut, wenn ich mal ab und zu ein paar Stunden Hochdeutsch rede, ich sag's wie es ist. Und ihr könnt mich übrigens, das wollte ich noch ganz kurz erwähnen, ihr könnt mich übrigens auf Skype auch adden, unter Devil Deluxe 1988. Und, Moment, ich muss ganz kurz überlegen, auf PSN unter Devil 19, unter Devil... Ach, nein, Blödsinn, wie bin ich bei PSN? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Genau, unter Devil 19 Deluxe 88. Aber da bin ich momentan sehr selten online. Ich zocke nämlich momentan sehr selten PS3.
Das war. Warte mal, diese Tür war es, glaube ich, nicht. Und auf Xbox Live wäre ich zwar auch online, weil ich habe die Xbox 360 auch, aber da bin ich so gut wie gar nicht. Da spiele ich momentan gar nichts. Außer ganz selten mal. Minecraft würde ich jetzt schon sagen. Ganz selten mal Skyrim. Ist das auch eine Tür? Der Regel hat nachgelassen. Doch der Himmel ist noch in dunklen, unheilvollen Wolken bedeckt. Ah, das sieht aus wie ein. Achso, das ist ein so groß geratenes Fenster. Ich habe mir schon gedacht, was ist denn das? Ich glaube, das war diese Tür. Ja, das war sie sozusagen. Ja, definitiv. Würde mich freuen, wenn ihr mich auf Skype mal adet oder so. Nur, ich will jetzt nicht, dass es gleich heißt telefonieren oder sowas, weil ich bin eher der Schreiberling. 1, 2, stirb einfach, du Arsch. Ja, Rebecca, du kannst dich ruhig schon mal um den anderen Arsch kümmern. Und da ist der zweite Mikrofilm. Ich sehe es gerade, Leute. So, der müsste jetzt auch gefickt sein. Ah ja, noch einer. Kann es doch echt nicht sein hier. Seid doch nicht so lästige scheiß Zombies. Aber die sind optisch sehr geil. Ja, vielleicht habt ihr es jetzt gehört. Mein Handy hat vibriert. Ein Kumpel von mir schreibt mir die ganze Zeit. So, da ist noch ein Dokument, das will ich jetzt noch... Ah! What the fuck? Okay, da bin ich jetzt voll erschreckt. Ja, wie viele Zombies? Bleib liegen, du Horst. So, das will ich jetzt noch lesen. Ein Gedicht. Der Mond beugt sich der Erde. Die Erde ist der Sonne treu und das allmächtige Gesetz der Sonne regiert alles. Dies ist der Schlüssel, der Weg zum Ruhm. Alle unsere Hände können die Tür zum Himmel nicht öffnen. Was ist daran bitte ein Gedicht? Das war nicht einmal gereimt, ey. Okay, die Poeten von heute sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Den Mikrofon nehme ich jetzt mal mit. Coole Sache. Ja, nimm ihn doch! Mann, Billy, das Feuer sieht aber auch sehr gut aus. Scheinbar wurde dieses Feuer erst vor kurzem angezündet. Bücher liegen auf dem Boden herum. Ja, dann hat anscheinend irgendjemand noch in dieser Villa gelebt bis vor kurzem. Könnte ich mir zum Beispiel nicht anders vorstellen, weil... Ja, was haben wir denn alles... Ach so. Ja, okay, das können wir mit Rebecca auch einsammeln, oder? Ja, das habe ich jetzt mit Becky ein. Nein, das wollte ich jetzt nicht lesen. Nein! Nein! Jetzt willst du mich verarschen. Kleine. Jawohl, Mikrofon B. Wir haben jetzt A und B. Ja, geil. Switchen wir mal rüber. Zu Billy. Mr. Cohen. So. Da ist Schrubmuni in der Ecke. Okay, wir bekommen hier Munition und Heilung im Überfluss. Ja, das ist auch typisch leichter Schwierigkeitsgrad. Aber wie gesagt, ich würde es ganz gerne schwer durchzocken. Aber es ist einfach, es ist nicht zu schaffen. Und gerade die GameCube-Version ist ein bisschen angepisster. Im Regal stehen ordentlich aufgereihte Dokumente. Es scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Billy, bist du keine Leseratte oder sowas? Dich kann man auch für nichts begeistern, ne? So, jetzt haben wir zwei Mikrofilme. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall Richtung der anderen Tür gehen. Das noch schnell machen. Wo war denn jetzt nochmal die zweite Tür? Ah, ich glaube, die war unten. Ich glaube, das war die untere, ja. Wenn mich nicht alles täuscht. Das kann mich allerdings jetzt auch täuschen. Ja, das mit den Türen. Ich sage euch bloß eins. Ungefähr 60% von Resident Evil besteht nur aus Herumgerenne. Ja, ungefähr. Aber optisch sieht das Spiel heute noch Hammer aus. Also ich muss es einfach immer wieder betonen, wie gut mir das Spiel gefällt optisch, weil es einfach immer wieder, es sieht immer wieder geil aus. Auch wenn man es jetzt jeden Tag, ja gut, jeden Tag auch nicht, aber wenn man es einmal im Jahr mindestens zockt, es sieht immer wieder geil aus. Es wurde sogar geplant, dass es für Wii U geremastert wird in HD. Würde mich gar nicht mal, würde mich sogar faszinieren. Würde ich mir wahrscheinlich sogar kaufen. Ich bin zwar kein Wii-Fan oder kein allgemeiner Nintendo-Fan, aber die Resi-Reihe ist es wert. Bin ich jetzt schon richtig? Ich glaube schon. So. Tja. Ja, momentan fehlen mir ein bisschen die Worte, ehrlich gesagt. So. Ja, wir werden das jetzt noch schnell machen. Da wird halt der Part wahrscheinlich ein bisschen größer werden. Ja. What the fuck? Ja, okay, dann müssen wir das halt auch nochmal machen. Ja, da wird der Part jetzt absichtlich ein bisschen größer, weil ich will euch das noch zeigen. Und dann will ich sowieso offscreen speichern.
Oder vielleicht nehme ich noch einen vierten Part jetzt auf. Nö, drei maximal, weil ich merke ja selber, es ist gerade 10 Uhr abends, da merke ich ja selber, nö, durchgehend aufzunehmen, ich sag's wie es ist, das kann ganz schön strapazieren. Nö, wisst ihr was, ich mache jetzt den Schnitt und ich werde dann zu der jeweiligen Tür gehen und wir sehen uns dann hoffentlich, also ich werde jetzt quasi den Part beenden. Oder? Ja, weil hier gerade der Speicherraum in der Nähe ist, ich werde jetzt schnell speichern. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir werden uns dann vor der jeweiligen Tür wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil Zero. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich über Daumen hoch und über einen Kommentar freuen. Oder auch zumindest eins von beiden. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute.